Hab ich gesagt, ja. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die geilen Testoleos. Moin, moin. Was haben wir denn hier? Ah, wir gucken mal. Bitburger. Sehr schön. Na denn. Was sind denn für zwei Flaschen da vorne? Die da. Also, beim letzten Video haben wir uns tatsächlich getraut, Oettinger Export zu trinken. Guckt euch das Video mal an. Ja, irgendwie habe ich gerade meine Brille nicht da. Also ich sehe bloß nichts. Dann lassen wir das einfach. Prognose. Ah ja, Ökotest sagt sehr gut. Dann müsstet ja Platin sein. Nee, was haben wir? Gold und? Quiz. Hat das besser als Gold bei uns? Platin, nicht? Ja. Platin, genau. Na, dann muss das ja Platin sein. Es gab aber bis jetzt noch kein Bier, was Platin bekommen hat. Ja. Es gab aber das ein Bier, was ganz knapp davor war. Wir haben ja noch keinen Oettinger Pilz getrunken. Mhm. Ach, so was gibt es ja nicht bei uns. Nee, das glaube ich auch nicht. Da doch. Da doch. Wir wollen ja mal Vergleiche machen, ne? Ja, gut. Ja, ja, das kommt dann noch. Ja, ja. Auspacken oder wegpacken. Mhm. Ich würde es ja gerne wegpacken, aber für die Community werden wir uns mal opfern und dieses Oettinger Pilz mal. Kannst du am wenigsten das Bitburger da wegstellen, sag mal? Du, ich will mich an irgendwas festklammern. Ja, warte gleich, ich bin gleich fertig. Übrigens, Bitburger haben wir schon mal getestet, könnt euch ja angucken, das Video ist hier verlinkt. So gut, wo ist mein Glas? Dein Glas muss aber hier irgendwo stehen. Nein, das ist weg. Ach so. Hier. Ah, guck an. Es ist schon gewaschen. Natürlich. So, also, was gibt es dann zu Oettinger zu sagen? Also, die wollen sich ja neu erfinden. Also, ein sogenannter Relaunch des Originals mit vermehrt alkoholfreien Getränken. Functional Drinks. Mal sehen, wie functional die wirklich sind. Vielleicht machen wir dann eine Re-Reaction der neuen Generation von Oettinger. Bis dahin haben wir. Das werden wir machen. Wir haben ja auch schon Joyboy getrunken. Das ist ja so ein Functional Bier. Ja. Und wenn Oettinger das jetzt im Frühjahr diesen Jahres übrigens auch mal endlich rausbringt, dann müssten wir das natürlich auch mal testen. Ja, mal sehen, wie funktional das dann ist. Und dann sind wir auch gespannt, wie denn das neue Logo aussieht von Oettinger. Die wollen sich ja neu erfinden. Ja. Vielleicht. Wir erkennen da jetzt nichts Neues, außer natürlich Ökotest, sehr gut. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, ich kenne auch keine größeren Biersorten oder generell Biersorten, die sowas. Würde mich mal interessieren, wie viel man dafür ausheben muss. Aber gut. Wir werden sehen. Das ist ja drauf erstmal. Auf jeden Fall ist das in der Flasche. So. Gut, ein Punkt. Na gut. Extra Punkte kommen wir später dazu. Denn, ja, erstmal Optik der Pulle. Naja, eins. Ja, ich auch. So. Kann froh sein, dass sie die Null kriegen. Klassisch Feinherb, 4,7%. Oder Augenflucht. Werd sehen. Ich denke mal, das wird halt ein pilzgoldene Farbe. Mal sehen, wie der Schaum ist. Glück, 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 Glück. Oh, da habe ich mir aber ein bisschen zu viel rein gemacht. Ich sehe echt zu gemeint. Ja, schöne Farbe hat es ja. Etwas Kohlensäure. Drei Punkte. Hm. Drei Punkte. Gaumenliebe oder Gaumenhiebe? Riechst du da auch was, außer die Säure? Ich kriege ein bisschen abgestanden. Ja, gut. Finde ich. Ich schaue jetzt nicht nochmal dran. Ich glaube, das ist so das. Das Special, was Oettinger immer mit drin tut. Ja. Die sind nach Hause kommen. Mhm. Mann, ey. Wenn du das auffasst, dann riechst du deine Füße nicht, du. Das ist wie? Wie hießen die denn? Die Verpeilers. Ja.
Nein. Adelskrone ist doch ja, ganz okay, andere. Okay, okay. Apropos Adelskrone. Nee. War schon, aber ja, das nicht. Hat man noch nicht. Oh, ja. Das müssen wir noch antreten lassen. Oettinger und Sternburger. Oh ja. Und das Adelskrone und Feldschlösschen noch. Ja. Das machen wir mal. Alter, das wird eine harte Challenge, Junge. Danach ja, kannst du mich aber stimmt. vergessen. Nee, wir müssen mal. Ja nicht austrinken. Dann muss ich ja erstmal gleich hier Tabletten nehmen, Junge, gegen Sodbrennen und alles. Sodbrennen, Durchfall, Kotzerei. Dann mache ich erstmal eine Woche krank. Boah. So, gut. Hast du ja schon mal getrunken von, oder was? Nee. So weit bin ich gar nicht gekommen. Sei froh. Ach, du hast schon, ja? Naja. Deshalb warst du so ruhig kurzzeitig. Ja, also der Nachgeschmack, der hat mich ganz schön umgehauen. Hm. So eine kurze depressive Eieieiei. Ach, schmeckt dir so gut, ja. Wo ist denn die Kohlensäure hin? Ah, das ist das Einzige, was dir auffällt, ja. Wo die Kohlensäure hin ist. Sag mal. Ich würde mich ja nicht festlegen, aber das ist ja, da ist nichts hinter, wa? Das ist wie Wasser mit ein bisschen Säure, leicht ein bisschen Kohlensäure und... Ich nehme da mal einen richtigen Schluck. Das ist der Nachgeschmack, geht ja nicht. Überleg schon, ob ich das austrinke oder nicht. Das, also staune, dass das Export im Gegensatz zum Pilz so gut schmeckt. Tja, das staune ich auch. Ich finde das total ungenießbar. Wie viele Punkte willst du geben? Ich glaube, meine Geschmacksknospen sind schon abgestorben. Ja, lass es 4 oder 5 sein. Oder 3? Hier. Sagst du ja nicht mehr. Welche 3 ist hier Boot? Ja. Oder? Ja. Uwe hat es auf jeden Fall. Oder sagst du, nee, hat es nee. Schmeckt dir das oder was? Wie nee? Sag doch nee. Nee, das schmeckt nee. Naja. Weckefaktor. Ich trinke das nicht aus. Ich will mich auch ja nicht riechen, weil ich wie aus Maul stinke. Wegkippen oder auf jeden Fall wegkippen? Ah, wegkippen. Das ist ja nicht das schlimmste Bier, was wir jemals hatten. Ja, stimmt. -1. Ja, ich muss mal sagen, ich beantrage demnächst noch eine Gehaltserhöhung. Weil ich muss jetzt hier nämlich auch Minus rechnen können. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne. Da gibt es gesonderte Qualifikationen zu. Die sind aber, da musst du warten, ne? Halbes Jahr. Na, halbes Jahr musst du warten. Und denn? Na, ist schon voll. Was? Naja, der Qualifikation. Ja, das ist so. Ich glaube, die machen da irgendwas anderes auch hin mit. Das sehe ich ja auch nicht mit denen. Ich kann mich ja nicht mehr unterhalten mit Rico. Alter, darf ich es auch nochmal testen? Oder generell mal testen müssen? Das ist hier. 11 und dank dem Weckefaktor -1 sind 10. Und? Hey! Bronze oder was? Gut, ihr rechnet. Mann! Ja, Blech! Ja, geht doch. Solch ranziges Zeug darf den edlen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern und laut kund und trink ein Gebräu edlerer Klasse. Hast du eigentlich schon. 4-mal nein. 5-mal nein. Hast du schon einen Witz vorgelesen? Nein. Das ist das Video so kurz, glaube ich. Zwei Freunde wollte ich jetzt. Naja, mach da mal. Oh, zwei Freunde. Zwei Freunde unterhalten sich beim Bier. Wie ist denn gestern der Streit mit deiner Frau ausgegangen? Ha! Auf den Knien kam sie angekrochen. Und was hat sie gesagt? Du kannst dich nicht ewig unter dem Tisch verstecken. Naja, pass auf, hier noch ein anderer. Treffen sich Marcel, Yassin und Bernd bei einem See. So fangen die besten Geschichten an. Dort begegnet ihn eine Fee, die sagt, das hier ist ein Wunschsee.
Wer hineinspringt, darf sich etwas wünschen. Okay, sagte Yasin, ich fange an. Yasin läuft an, springt, wünscht sich Cola, hüpft hinein und schwimmt im Cola. Als nächster will Marcel. Er läuft, springt, wünscht sich Bier, springt hinein und schwimmt im Bier. Als letzter ist Bernd an der Reihe. Bernd rennt an, rutscht aus, sagt Scheiße und hüpft hinein. Ich habe hier Bier-News über Bierkonsum. In Mitteldeutschland. Hä? Das kann doch bloß ein Märchen sein. Ja, ja. Das ist bestimmt was. Bierkonsum in Mitteldeutschland. Eine Flasche am Tag. Hoher Bierverbrauch im Osten. Eine Flasche am Tag. Also, das ist so Standard. Ich weiß nicht, was vom 24.02.2024 ist, also ja nicht so lange her. Berichtet mdr.de. In Deutschland wird seit Jahrzehnten immer weniger Bier verkauft. Das ist natürlich eine Sauerei, ist Tradition. Trotzdem ist der Konsum nach wie vor hoch. Das ist ein merkwürdiger. Das hat bestimmt auch schon ins Bier getrunken. In Sachsen wird besonders viel getrunken. Durchschnittlich eine große Flasche pro Tag. Hat das dann eine große Flasche? Ja, das finden wir gleich raus. Dabei können schon geringe. Was ist eine große Flasche in Bayern? Ja, das ist eine gute Frage. Dabei können schon geringe Mengen schädlich sein. Alkoholfreies Bier wird immer wichtiger. Ach du Scheiße. Bewegt sich aber vergleichsweise noch in einer Nische. Der Bierverbrauch in Mitteldeutschland ist hoch, sinkt aber seit Jahren. Auch geringe Mengen Alkohol können schädlich sein. Im Osten gibt es vergleichsweise viel Alkoholabhängige. Im Vergleich zu was denn? Bestimmt nicht zum Besten. Etwa eine große Flasche Bier, das trinkt in etwa jede Sächsin und jeder Sachse pro Tag das ganze Jahr hindurch. Damit liegt der Freistaat deutlich über den Nachbarländern Thüringen mit 0,7 Flaschen und Sachsen-Anhalt mit rund einer halben Flasche. Hier steht in dem Artikel nicht, was eine Flasche ist. Ja. Vielleicht ist eine Flasche 0,5 Liter, vielleicht ist es 0,3 Liter. Vielleicht ist es ja auch eine Faxe. Ja, aber das ist auch eine Büchse. Ja. Das zeigen MDR-Berechnungen und Zahlen zum Bierverbrauch der statistischen Ämter für das Jahr 2023. Mhm. Auch im bundesdeutschen Vergleich trinken die Sachsen demnach ganz weit vorne mit. Zusammen mit Mecklenburg-Vorpommern ist der geschätzte Konsum pro Kopf hier am höchsten. Warte, was mit Brandenburg? Ja, was ist mit Bayern? Also, ja. MDR.de. Ah, wenn ihr euch den ganzen Artikel angucken wollt, ich wollte es nicht sagen. Fake News. Ja, eindeutig. Blöde Schwurbel. Ja. Man lernt das bei jeder Bierverkostung oder Bierbrauereibesichtigung. Ein Bier am Tag ist überhaupt da kein Problem. Das zischt sich so weg, das merkt kein Schwein. Geht bitte mit dem Alkoholkonsum verantwortungsvoll um. Natürlich. Also eine Flasche ist schon mal, schon mal Pflicht. Ey, in manchen Ecken gehört es zum guten Ton, eine Fahne zu haben. Ja. Was trinken wir als nächstes, Trikot, oder hast du noch irgendwas? Ich hoffe doch, was vernünftig. Das sieht eigentlich ganz lecker aus. Schneiders helles Landbier. Georg Schneider und Sohn. Geil. Nach alter Familientradition. Oh. Da freut mich ja schon richtig drauf, ey. Ja, die Leber, die macht schon einen Sprung, du. Also, freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Unbedingt den Kanal abonnieren. Genau, liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Plus, minus, hoch, runter, positiv, negativ. Hauptsache, Glocke. Die Kommentarliste brennt. Glocke. Glocke. Genau. Und die Glocke. Schüttelt uns die Glocken und dann läuft es. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich muss schnell ausmachen, bevor Rico wieder ausfallen wird. Ja.